Junkfoodtaster.com and now a Jolly Rancher review. So I've got 4 different Jolly Rancher candies here. Yeah, cost me 55 cents, yeah, but I have to import it. Not available in Germany. So I've got here the green one, the red one. Yeah, I think, yeah, grape colored one and the blue one, which is raspberry. Yeah. So Jolly Rancher, I've never heard of it. Probably you have, otherwise you may have found a video searching for Jolly Rancher. I like the colors. They're very tiny candies, or normal candy size candies. Okay, I will start with unboxing each of them. Yeah, I don't know how many flavors in total they have. Watermelon. I'm just reviewing this for now. Okay, really sticky like hell. Like I used to say. Now the raspberry, the blue one. Yeah, sticky like hell. But nice color, extreme color. Yeah, I've got no ingredients list. Yeah, I actually bought it for real store. But they, yeah, this breaks apart. Okay. But they didn't deliver the ingredients list. I like the colors very much. Look at this. Very intense colors, aren't they? Yeah. And if you have found Jolly Rancher by searching for it, is this your favorite candy? Let me know. Because I like to know a lot of things about my viewers. Yeah. Okay. And here the 4 singles. Yeah, I will taste everything now. I start with apple. Yeah, very sticky, like I said. Fantastic. Yeah, American candies, they know how to do it. Fantastic flavor. Amazing. Super amazing. I just had some boring gums from Britain and now fantastic. Now I'm going forward with the red one. Watermelon. It tastes like a watermelon. Like the if I would go to the supermarket and buy one. So amazing. It's mind-blowing. Yeah, I'm just getting a little bit of water here. Okay, now I think I go for grape before I go for the raspberry. The grape isn't that great. It's more chemical taste. Yeah. The grape is kind of a fail. Reminds me on very bad wine soft drink mixes. And now blue raspberry. Yeah.
Das ist ja. So, this too, this is apple. So, apple and watermelon get the win. They're very balanced flavors. Also, tastes like the real thing. The other two, grape and blue raspberry, are also very intense, but taste artificial. So, I cannot make a reference to anything natural I ever ate. A little bit too, I dislike artificial tastes and chemical tastes, so I give this to the fail. Okay, so what do you think about it? And do you have also like a big that you think the one is perfect and just the grape stuff just is stupid? Yeah, let me know. Okay, thanks for watching. No telling everything in a different language. Okay, Jolly Rancher, das wird ja wohl aus den Staaten sein, also das habe ich jetzt einfach behauptet, das ist aus den Staaten. Ich habe jetzt für diese vier Bonbons 55 Cent bezahlt. Ich habe mir kurz überlegt, mache ich jetzt für jedes Bonbon einzelne Review oder mache ich sie alle zusammen? Dachte ich mir, Quatsch, ich mache jetzt alle zusammen. Wie viele andere Geschmacksrichtungen Jolly Rancher hat, was Jolly Rancher noch so produziert? Fragt mich was Leichteres, keine Ahnung. Ich habe einfach im Shop auf irgendwas rumgeklickt. Okay, jetzt ist das natürlich wieder brutal. Also passt mal auf. Also der Apfel schmeckt super. Also Apfelaroma kriegt fast jeder hin. Perfekt, das schmeckt richtig perfekt. Die Wassermelone ist fast noch besser. Die Wassermelone, das ist wirklich, als würde man im Supermarkt eine Wassermelone kaufen und die essen. Das ist krass. Versagt haben sie dann allerdings bei Blue Raspberry und bei Grape, ne? Die beiden unteren. Die schmecken zwar auch ganz genauso intensiv, also die Amerikaner sind ja dafür bekannt, total die Aromastoffe reinzuknallen in ihre Produkte, was ich finde das als Junkfood-Taster gut. Ich finde, solange man ja nicht sozusagen eine Million Dinger davon isst, wird es auch egal sein. Aber die schmecken dann, man kann keine Brücke zu irgendwas schlagen. Und es schmeckt dann einfach nur chemisch. Ja, die sind dann chemisch Aromen. Und dann kann das, es ist sozusagen ganz, ganz schmaler Grad nur zwischen lecker aromatisch und übertrieben chemisch. Also das muss man richtig ausbalancieren. Da muss man es drauf haben. So, okay, ich meine, zwei Wins, zwei Fails, so ist es halt. Gut, wenn ihr Jolly Rancher schon jemals in eurem Leben gegessen habt, zögert nicht, einen Kommentar zu schreiben. Dankeschön.